Hallo zusammen, wir haben den 4. September. Da hat neulich sich jemand darüber beschwert, dass ich die Scheine, die ich nenne, nicht handle. Das ist nur bedingt richtig und ich will das nochmal klarstellen. Das habe ich zwar schon ein paar Mal gemacht, aber ich mache es auch gern nochmal. Ich bin in Deutschland einer der wenigen vom BaFin zugelassenen institutsunabhängigen Analysten. Ich habe eine Lizenz. Ich darf hier sagen, was ich will, solange Disclaimer davor und dahinter und drunter ist. Das habe ich alles erledigt und das BaFin sieht auch regelmäßig meine Filme. Das BaFin hat mir dringend empfohlen, keinen Schein zu kaufen von denen, die ich nenne, bevor ich ihn nenne. Und daran halte ich mich. Ich bin grundsätzlich in den Scheinen, die ich nenne, zwar unterwegs, aber zu einem anderen Zeitpunkt. Mein bevorzugter Hebel ist so irgendwo zwischen 40 und 60. Da tummel ich mich meistens rum. Und die Scheine, die ich nenne, haben meistens irgendwas zwischen 10 und vielleicht 22. Je nachdem, was ihr für eine Risikobereitschaft habt. Es gab einen Schein, da komme ich mal drauf, das ist dieser hier. Den habe ich die GB1 AMQ, den habe ich das letzte Mal genannt. Und da habe ich auch dahinter geschrieben, das ist ein 64er Schein, 64er Hebel. Und der ist nur für den Fall, dass der Markt schnell hochgeht und dann deutlich nachgibt. Das ist die Bewegung jetzt auf Stundenbasis. Ich habe den gestern gekauft, irgendwie so bei 3,10. Also nachdem ich ihn genannt habe. Dann ging der Nachmittag hoch bis 5, da habe ich die Hälfte verkauft. Heute Morgen ging er hoch bis 7, da habe ich die andere Hälfte verkauft und habe ich sogar kurzfristig geärgert, weil der sogar bis 7, ich glaube 69 ging. Ich handle diese K.O.-Scheine. Ich handle gerne K.O.-Scheine. Aber dann ging es auch darum, wie, das ist ein ganz anderer Schein, den du gehandelt hast. Da ging es um einen normalen Optionsschein. Und zwar war ich ja der Meinung, wo ist es hier? DAX, komm her. Ich empfand hier eine Stabilisierung, habe ich auch so geschrieben. Und ich habe ab hier, ab der 20-Tage-Linie, nicht gedacht, und das gebe ich ganz offen zu, dass der Junge da nochmal 1000 Punkte drauflegt. Das habe ich nicht gesehen. Überhaupt nicht. Entzieht sich auch im Nachhinein völlig meiner Betrachtung. Ich habe hier angefangen, einen Put zu kaufen, normalen Optionsschein. Der Hintergrund war der, ich wusste, dass ich weggehe nach Holland, um meiner Tochter da beim Umzug zu helfen. Wenn ich sowas mache, hole ich mir keinen K.O.-Schein rein für die Tage, in denen ich nicht da bin, weil dann gucke ich automatisch alle halbe Stunde aufs Handy. Das will ich nicht. Ja, also da habe ich keine Lust zu. Wenn ich in Urlaub gehe oder weg bin, mache ich entweder gar nichts oder ich habe einen normalen Optionsschein. Dann ist der Freund, hier habe ich also angefangen, dann ist der Freund gestiegen und ich habe dann hier oben irgendwo dazu gemischt. Mein Einstand lag bei dann 18.500. Also berechnet auf die Scheine. Aber die Spekulation oder die Idee war eine ganz andere. Ich wollte damit meine Sparpläne absichern. Und genauso wie wir es 2017 hatten mit der Wahl von Trump und auch kurz vor der Wahl von Biden, geht meines Wissens nach oder meiner Erfahrung nach die Volatilität immer hoch. Diesen Schein habe ich gekauft, als er eine Volatilität von 15,80 hatte. So, ich habe jetzt hier mal, das ist von Onvista, der Optionsscheinrechner. Das war so ein 18.000er mit der Laufzeit 20.06.2025. Und ich habe immer wieder in den Filmen gesagt, das Ding hat so lange Zeit, das lasse ich. Damit habe ich die Sparpläne abgesichert. Jetzt habe ich hier, nur damit ihr das mal seht, vier verschiedene Szenarien gemacht. Alle, heute Morgen ist das Ding, so also ein bisschen jetzt her, alle mit dem DAX und 18.500. Nur, dass ihr seht, was hat die implizite Volatilität für einen Einfluss auf den Preis? Bei 15,8 und einem Kurs von 18.500 steht diese Option bei 5,84. Ein bisschen drüber, bei 18,10. Und genau das ist passiert. Wir sind von gestern Vormittag 16 auf 18,10 gestiegen, gestern Abend und auch heute Morgen. Ist der Unterschied hier 1,40 Euro. Bei 20 ist es dementsprechend noch mehr. Und das ist eigentlich das, was ich wenigstens rechne in den nächsten 8 Wochen, dass wir so auf 22 gehen. Und da ist der statt 5,84 9,57. Bei den Delta-1-Produkten, den K.O.-Scheinen, ist das nicht so extrem. Bei normalen Optionsscheinen ist das so. Und ich empfand 15,80 als günstig. Und ich lag von meiner Marktansicht her hinten, und zwar deutlich. Wie gesagt, die letzten 1000 Punkte habe ich so nicht gesehen, habe aber auch nur ganz, 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 ganz wenig dagegen gehalten.
war auch teilweise in Einzelaktien long. Aber mir ging es um die Volatilität. Eine Option oder ein Optionsschein, also eine Eurex-Option oder ein Optionsschein, wird am langen Ende, sprich 9 Monate, 12 Monate, 15 Monate, so Zeug, ist der wesentlich volatilitätsintensiver oder sensitiver als die kurzen Optionen. Eine kurze Option hätte bei dem Sprung von der Volatilität nicht zu viel gemacht. Vielleicht 40 Cent, vielleicht 50 Cent, aber mehr nicht. Aber auf keinen Fall hier diese 1,40 Euro. Das heißt, die Herangehensweise an den normalen Optionsschein, und ich habe das gesagt, ist eine ganz andere. Wer sich, hat auch jemand gefragt, wer sich da mal ein bisschen informieren will. Es gibt, habe ich auch schon mal Werbung für gemacht, weil ich fand es ganz toll, die Seite ist Devly. Das war der frühere Banks Broker. Da macht er, wie heißt er, Philipp Malte Lingnau, hat Filme gemacht. Ich kenne den Philipp Malte Lingnau nicht, ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber die Filme, die er hier macht, auch die Einführung mit den Griechen, sind sensationell. Die sind richtig, richtig gut. Ich kann das nur wärmstens empfehlen, sich das mal anzuschauen. Dann weiß man, wie das hier aussieht. Ich mache das Fass nicht auf, dass ich jetzt hier anfange, Optionen zu erklären, weil da muss ich also mit Sicherheit, also mindestens so viele Filme machen wie er hier. Die Zeit habe ich nicht. Deswegen bitte unterscheiden. Ich habe das seit 3 oder 4 Filmen gesagt, dass ich diese langen Optionsscheine habe, die ganz anders zu behandeln sind als K.O.-Scheine. Und ja, ich habe natürlich, und das ist 95% des Handels, das ich mache, ist in normalen K.O.-Scheinen. Nur habe ich einen wesentlich höheren Hebel, den ich aber nicht nennen möchte, weil, also nicht anzeigen möchte hier in den Filmen, weil da drehen viele Leute ab und sagen, Gott, das ist ein 60er Hebel, das geht ja gar nicht. Das kann man nur machen, wenn man davor sitzt. Und das macht mir Spaß. So, ich hoffe, diese Aufklärung hat ein bisschen dazu beigetragen. Wie gesagt, hier nochmal establi.com und jetzt gehen wir mal zum DAX. So, und hier ist der Schlurch. Hier Tageskerze, also ein Tageschart, eine Kerze, ein Tag. Und er hat sich von seinem doch heftig überkauften Bereich schon deutlich jetzt zurückgezogen. Verkaufssignal über die Stochastik, Verkaufssignal über das MACD auf moderne, noch nicht traditionelle Sichtweise. Wir bewegen uns in Richtung 20-Tage-Linie. Die steigt am Tag 40 Punkte, das ist viel. Die Bänder, die breit waren, gehen jetzt ein bisschen zusammen, sodass ich grundsätzlich davon ausgehe, dass wir uns in den nächsten, sagen wir mal, 2 Wochen innerhalb der Bänder bewegen werden. Obere Begrenzung, untere Begrenzung. Die gehen aber weiter zusammen. Die 20-Tage-Linie, wie gesagt, gewinnt am Tag 40 Punkte, ist also morgen bei 18.430. Damit sind wir immer noch unter dem Tiefskurs von heute Morgen. Ich kann jetzt hier nicht wirklich sagen, wir gehen jetzt von hier aus 100 Punkte runter oder hoch. Ich habe den Eindruck, dass das Ding hier mehr und mehr oder sehr nervös wird. Das mache ich an solchen Dingen fest. Gehen wir mal auf Minutenchart. Man kann hier manchmal nicht auf die Keramikabteilung gehen. Das hier sind 85 Punkte in 2 Minuten. Da kamen Zahlen um 16 Uhr und dann hat er 10 Minuten gebraucht und war wieder da oben. Also wenn man da mal kurz im Hund um die Ecke ist, denkt man, es ist nichts passiert. In der Zwischenzeit gab es diese Ausschläge und ich glaube, die werden häufiger. Was ich ganz gut finde, ist im 4-Stunden-Chart, das ist ein bisschen deutlicher. Diese 3 Kerzen hier sind immer wieder gescheitert im Bereich 18.656,60. Damit haben wir das Gap von gestern Abend 20 Uhr geschlossen. Aber das ist wichtig, dieser Bereich muss überboten werden, mindestens mal mit 20 Punkten, also 18.670,75 überboten werden, um sich die Chance zu bewahren, hier wieder rein zu sich bewegen. Das muss er machen. Andererseits ist das hier auch gleich das nächste Verkaufssignal unter der 18.468. Die 4 Stunden gibt sogar ein bisschen Entwarnung. Ich gucke gerade ins MACD, nicht wirklich, aber gibt sogar ein bisschen Entwarnung oder Stabilisierung. Aber wir hangeln uns hier von Zahlen zu Zahlen. Freitag 14.30 Uhr kommen dann die Amis wieder mit irgendwelchen, was war denn das? Das waren die Arbeitslosendaten, die dann kommen, die dafür verantwortlich sein werden sollen, ob die Fed ein Viertel oder ein halbes Prozent macht. Ganz ehrlich, diese Zahlen werden immer wieder revidiert im Nachhinein. Selbst wenn ich die Zahl wüsste eine halbe Stunde vorher, wüsste ich nicht, wie der Markt darauf reagiert. Da bin ich völlig außen vor. Also von diesem ganzen technischen Zeugs hier, was ich hier immer wieder gerne anschaue, muss ich sagen, wir nehmen Kontakt auf mit der 20-Tage-Linie, morgen 18.440.
Und wenn er noch ein bisschen Schwung bekommt, vielleicht durch irgendeine Meldung, dann auch das 38er Retracement bei 18,243. In Amerika ist es so, dass dieser Wahlzyklus am 16. September aufhört. Es war auch sehr interessant, neulich hat einer von Goldman Sachs sich da sogar rausgelehnt, das war überall in der Presse, hat gesagt, bis zum 16. September steigt alles und dann fällt es. Das habe ich so noch nie erlebt, dass das einer so sagt. Auf den Tag genau. Das fand ich schon ganz erstaunlich. Aber er hat nach wie vor die Chance, hier hochzugehen, aber momentan kurzfristig eher mal runter, da fehlt die Traute. Aber das bleibt, und das ist meine feste Überzeugung, die Volatilität insgesamt, die rechnerische, die implizite, wird weiter steigen. Davon bin ich fest überzeugt und die nächsten 4 Wochen werden nicht einfach. Ich werde mich wahrscheinlich beim DAX ziemlich raushalten und tendenziell eher Einzelwerte machen. Die bewegen sich auch sehr schön, so eine SAP 200 und dann wieder 193 oder die Deutsche Börse steigt jetzt mal. Die Commerzbank hat heftigst verloren, nachdem jetzt der Staat da seine Anteile verkaufen will, aber der macht es auch nicht auf Teufel komm raus. Deswegen, die kommen jetzt von irgendwo 16 auf 15,80 runter auf 12,70, sowas. Aber das ist dann auch fürs längere Hinlegen. Im Moment halte ich mich jetzt zusehends zurück und warte mal ab, was hier kommt. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.